So, fertig gefrühstückt, alles geplant. Während des Frühstücks bereits 100% Janerga, 100% Voltilam, 100% Lavita verpasst. Aber kein Problem. Savas, ich hab dir gesagt, wenn du dabei gewesen wärst. Ja, er hätte sie bekommen von außerhalb. Ja. Aber nein, bis wir zum Parkplatz und so sind, ist keine Chance. Auf jeden Fall mit den anderen abgehangen. Julian, Shoutout an dich. Spiele drin, Chilling, Shoutout an dich. Sogar Reversal ist hier. Ein paar Sachen haben wir geplant für später. Jetzt gehen wir eine große Runde, schauen wir uns alles mal an und dann schauen wir mal, was so geht. Ey Leute, Kofferraum ist offen. Ihr seht Panik. Ist 100% Voltilam gespawnt, Stunden-Spawn. 22 Minuten noch hin. Julian auch auf dem Weg. Ich habe von 1000 Leuten Nachrichten bekommen, dass der da ist. Sogar Kofferraum offen gelassen. Auf geht's. Scheiße. Ich bin an voll vielen Fans vorbeigelaufen, die wollten Foto und so. Ich bin direkt vorbeigelaufen, keine Zeit für euch, tut mir leid. Ich habe nur geschehen, 100% Voltilam und auf geht's. 100er? Nein, aus dem ersten 2 Kilometer. Vom Event habe ich ein Trattini. Echt jetzt? Ja. Ich denke, wir kommen aus, nicht viel aus dem 10er, ja, wahrscheinlich. So, auf dem Weg zum 100% Voltilam. Da war auch noch 100% Lavita. Wir haben echt versucht, beide zu erwischen, aber das ging nicht. Alle Autos am Start. Puh. Auf geht's. Wir haben uns echt schon überlegt, ob es draußen nicht effektiver ist, bis wir zumindest von allem ein 100% haben. Und dann schauen wir wieder im Zentrum vorbei. Ich meine, das läuft den ganzen Tag noch. Also ja, da vorne schauen wir mal. Da ist ein Lavita. Also hier ist erstmal ein Lavita. Hier ist ein Lavita. Ja, 598 GP. Das gönnen wir uns noch schnell. Wir haben noch fast 20 Minuten für das Voltilam, also kein Stress hier. Sehr nice. Shoutout an den GoMap-Betreiber. Hut ab. Erstmal fangen, ne? Natürlich, natürlich. Ist es das beim Stop oder was? Okay, ja. Nee. Janeri auch noch, aber für den habe ich echt keine Zeit hier. Ich habe gesehen, das bisschen rechts in dieses Ding rein. Warte, ich mach Ding nochmal auf. Ja, wir müssen noch. Ja, ja. So, rechts. Circa 100 Meter vorne. Noch. Nee. Gerade und dann rechts los? Gerade noch und dann rechts. Okay. Ja, dann können wir doch das Gender gefangen. Oh, 1000. Ja, der kriegt mal eine Berge. Eine Himi-Berge meine ich damit. Oh, excellent. Nice. Einhändig excellent. Aber ohne Curve. Oh Gott, wir werden hier keine Pokémon angezeigt. Jetzt. Nicht gefangen. Hier ist noch ein Lavita. Okay, tschüss. Tschüss, Janerga. Leid. Aber besser der flüchtet als das Ultimate. Ist der Lavita geflohen? Nein, ich meine, wegen Janerga. Achso, nee, ich bin weggegangen. Achso, ich hab gedacht, der weggeflüchtet. Nein, ich bin weggegangen für das Lavita. Ich brauche echt keine Janergas. Mein Gott. Nichts bleibt drin hier jetzt. So, hier vorne müsste. Zack. Der kommt auch von hier lang. Vorne rechts, was ist da? Oh, hier. Diese Fläche. Hier rechts. Hier rechts. Ja, da wurde die ganze Menschen. Julian hat schon. Habt ihr schon? Habt ihr schon, Julian? 532. Und wie viel? 532 oder so. Oh, sehr gut. Das ist nicht schlecht. Das ist über ein Durchschnitt, oder? Das ist Level eigentlich schon, ja. 25 oder so. Saftig, sag ich mal. Okay. Da sind noch mehr Leute. Alles klar. Ganze Daten ist voll. Schön hier. Hier nicht. Ihr sollt doch alle im Oberhausen sein. Im Zentrum. Waren wir ja.
Hier ist da ist ja nichts los, ne? Ja, doch schon. Ich kann mal kurz irgendwo abstellen. So. Goldene Berge. Ah! Kein Excellent. Nicht mal Great. Ich hab nur großartig geworfen, Mann. Ich hab auf Excellent gezielt, aber ich hab ihn trotzdem. Yes. I got it. Ich hab ein bisschen checken. Zentral ist leer, alle sind hier. Und check. Ja. Puh! Und ein Lavita auch noch. So. Wo ist 100 Lavita? Nein, ein Lavita habe ich gesagt. So. Steht hier. Irgendeins von denen ist ein 100% Pikachu. Okay, der andere ist das 100. Also, das heißt, wir haben noch eine Chance, dass der Shiny ist. Ja. Komm, 100% Shiny Pikachu. Leider nicht. Wäre zu schön. Ich gönn's dir. Ich gönn's dir auch, gönn's dir. Echt. Komm, komm. Der ist schon ein bisschen dunkel. Oh mein Gott. Nein, der ist nicht, Mann. Der ist nicht. Schade, wär zu. Ich geh dazu die Hose. Und. Drin. Perfekt. Passt, 100. Ist 100? Ja, 3 irgendwas, gell? Ja. So, checken wir auch mal die AW. HP, Attack, Defense. Das krasse ist, das ist mein erstes 100% Pikachu. Ich habe jeden mit Hut auf 100, aber noch keinen normalen. Perfekt. Und das Lavita schnappen wir uns auch noch. Ihr seht gerade, das ist kein guter Moment, um das Video zu stoppen. das war's vom Video heute, also jetzt. Es gab noch ein paar coole Highlights, ein paar, die ich gefangen habe, ein paar, die ich nicht gefangen habe. Das seht ihr aber demnächst. Aber wie ihr sehen könnt, es hat sich krass gelohnt. Shoutout an den GoMap-Betreiber. Und ohne ihn wäre das Event eigentlich gar nicht so krass gewesen. Aber mehr dazu demnächst. Auf jeden Fall, wir sind zurückgegangen dann zum Centro. Viele von euch, habe ich so mitbekommen, sind gar nicht mehr zurückgegangen, sind nur noch Scan gegangen. Was sich auf jeden Fall mehr gelohnt hat. Und ich habe keine Ahnung, ich habe so ein paar Leute gesehen, die haben 500% Lavita gefangen. 100% Chanerga mit Level 30 ist gekommen. Echt krasse Sachen. Mehrere 100% Voltil haben. Was weiß ich, was es noch alles da gab. Also sehr viele Sachen, sehr geile Sachen. Es gab sogar totales Chaos da. Hat sogar in die Nachrichten geschafft, dass so viele Leute unterwegs waren. Bei uns gab es auch ab und zu schon mal, dass zu viele Autos unterwegs waren zu einem Topspawn und dann Polizei kam und sowas. Und das hat sie jetzt sogar in die Nachrichten geschafft. Also echt krass. Wie gesagt, wir sind dann zurückgegangen. Ein paar Spawns haben wir noch geholt. Ein paar leider verpasst, aber fürs nächste Event, Prag, überlege ich mir. Also, was heißt überlege ich mir? Ich habe es mir vorerst vorgenommen, nur zu scannen, falls die Map und so läuft. Aber das ist ein anderes Thema, darum kümmern wir uns noch. Aber wie gesagt, jetzt haben wir Erfahrung, jetzt können wir sehen. Es lohnt sich auch, sofern die Map läuft, draußen, wenn nicht sogar mehr, draußen rumzulaufen, als im Einkaufszentrum. In dem Fall Centro. In Prag ist es dann, heißt es auch, glaube ich, Centro, aber irgendwas anderes mit einem anderen Namen. Und man kann reingehen am Anfang, sich ein paar Eier schnappen, von den besonderen Eiern, wenn man will. Ansonsten die Medaille holen und dann könnte man theoretisch eigentlich den ganzen Tag scannen. Um 8 Uhr, theoretisch sollte es um 8 Uhr zu Ende sein, das Event. Und die Spawns gingen dann bis ungefähr 8.20 Uhr oder so. Und dann komplett aus. Wie bei jedem Event, wenn Events aus sind, dann werden die Spawns mittendrin gewechselt. Wir waren 8.30 Uhr draußen, wollten zu einem 100% Panzerjäger noch fahren. Und mitten auf dem Weg, also wir sind angekommen und es war nicht mehr dort, weil das Event ja vorbei ist und die Spawns sich verändert haben. Es war, glaube ich, dann ein Kramuxer oder so. Und da haben wir auch noch andere Leute getroffen, die 100% jagen wollten nach dem Event, also für die nächsten Events, zum Beispiel Prag jetzt oder Amsterdam überlegen wir uns auch noch und die Map läuft, dürft ihr nicht warten, bis das Event zu Ende ist im Einkaufszentrum, sondern direkt loslegen und euch das holen, was unter die Finger kommt und wie gesagt, ich werde das auch machen und ein paar Highlights von anderen Sachen werden noch kommen. Julian hat es ausgenutzt, mehr als ich leider, hat da ein paar geile Sachen geholt, ich gönn's ihm oder auch nicht, schauen wir mal. Hat trotzdem echt coole Aktionen vom GoMap-Betreiber und im Centro war es jetzt auch nicht so schlecht, aber mehr zum Centro in den nächsten Folgen. Das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht.
Pokémon ist dieses Business.